Was für ein schöner Tag, um etwas über Früchte und Gemüse zu lernen. Was haben wir denn da? Obst und Gemüse. Lecker! Wisst ihr, wie all die Sorten heißen? Tomate, Banane, Aubergine, Karotte, Kartoffel, Pfirsich, Brokkoli, Kopfsalat, Apfel und Spargel. Super! Okay, Kinder, ihr wisst schon, wie eine Tomate, ein Pfirsich oder eine Banane aussehen. Aber was sind sie? Früchte oder Gemüse? Soll ich euch den Unterschied erklären? Super! Pops, hilfst du mir? Sowohl Früchte als auch Gemüse kommen von Pflanzen. Je nachdem, von welchem Teil der Pflanze sie stammen, handelt es sich um Früchte oder um Gemüse. Fangen wir mit den Früchten an. Alle Früchte waren einmal wunderschöne Blüten. Blüten duften nicht nur herrlich, sondern helfen Pflanzen auch dabei, sich fortzupflanzen. Deswegen haben Früchte Samen. Deshalb sind Tomaten, Bananen, Auberginen, Pfirsiche und Äpfel Früchte. Sie waren vorher Blüten. Und was ist mit Gemüse? Gemüse stammt von allen anderen essbaren Pflanzenteilen. Samen, Knollen, Wurzeln und Zwiebeln befinden sich unter der Erde. Und dann sind da noch Stängel, Blätter und Blüten. Unter der Erde wachsen Gemüsesorten wie Karotten und Kartoffeln. Außerdem essen wir Stängel wie Spargel, Blätter wie Kopfsalat und Blüten wie Brokkoli. Es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu lernen. Sogar Erwachsene kommen oft durcheinander. Wollt ihr an der digitalen Tafel spielen, um zu üben? Zieht einfach Früchte auf die linke Seite und Gemüse auf die rechte. Seid ihr soweit? Oh nein! Wo ist nur der Laserpointer? Macht nichts, Kinder. Groovy kann uns helfen. Wow! Danke, Groovy. Die Tomate, Frucht oder Gemüse? Denkt daran, in Tomaten verstecken sich Samen. Richtig, Tomaten sind Früchte, obwohl sie nicht süß schmecken. Die Banane? Genau, Bananen sind Früchte. Und die Aubergine? Nein, Kinder, sie war einmal eine Blüte. Richtig, Auberginen sind Früchte. Und die Karotte? Ja, Karotten sind essbare Wurzeln. Und was ist mit der Kartoffel? Genau, Kartoffeln sind Pflanzenknollen, also Gemüse. Und der Pfirsich? Einfach, oder? Ganz genau. Pfirsiche sind Früchte mit einem ziemlich großen Kern. Und Brokkoli? Gemüse, richtig. Man mag es kaum glauben, aber Brokkoliröschen sind Blüten. Und Kopfsalat? Der ist auch einfach. Kopfsalat besteht aus Blättern, ist also Gemüse. Und der Apfel? Eine Frucht, klare Sache. Äpfel haben auch Kerne. Und die letzte Sorte? Spargel. Gut gemacht, Groovy. Gemüse, weil es ein Pflanzenstängel ist. Das habt ihr toll gemacht. Ich weiß, es kann schwer sein zu bestimmen, was Früchte und was Gemüse sind. Esst einfach am besten viel von beidem. Wow, euer Fruchteis sieht ja köstlich aus. Lecker. Phoebe hat 2 Kugeln Erdbeereis und Groovy 1, 2, 3.
3, 4, 5 Kugeln unterschiedlicher Obstsorten. Du kleiner Vielfraß. Pass auf, Bulli. Verflixt und zugenäht. Groovy, die Wellen sind nicht daran schuld. Groovy, das ist Phoebes Eis. Sie muss selbst entscheiden, ob sie dir etwas abgeben möchte oder auch nicht. Großartig, Phoebe. Unter Freunden teilt man immer gerne. Jetzt könnt ihr euch beide euer leckeres Fruchteis schmecken lassen. Mmh, yum. Und jetzt noch viel Spaß am Strand. Was für ein schöner Tag für einen Strandbesuch. Groovy, das Strandtuch steht dir ausgezeichnet. Es ist gut, dass ihr leichte Kleidung tragt. Im Sommer darf man sich nicht warm anziehen. Ihr wisst ja, in der warmen Jahreszeit kann es ganz schön heiß werden. Hm, die Kühlbox steht ziemlich nah am Meer. Was glaubt ihr, Kinder? Ist das ein guter Platz für die Kühlbox? Ihr wollt Strandtennis spielen? Super Idee! Groovy, kannst du spielen? Ganz sicher? Groovy, du musst den Ball mit dem Schläger treffen. Genau, mit dem Schläger. Los, du bist dran. Wunderbar, Groovy. Du hast den Dreh raus. Phoebe, du bekommst einen Sonnenbrand. Hast du dich nicht eingecremt? Phoebe, du musst dich immer mit Sonnencreme eincremen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Und du auch, Groovy, obwohl deine Haut nicht so empfindlich ist. Paps, hilf mir zu erklären, wie man sich vor der Sonne schützen kann. Im Sommer scheint die Sonne sehr kräftig. Deshalb befolgt diese Tipps immer, wenn ihr an den Strand, ins Freibad oder in den Park geht, damit ihr euch keinen Sonnenbrand holt. Erstens, cremt euch mehrmals am Tag mit Sonnencreme ein. Zweitens, setzt euch einen Hut oder ein Käppi auf. Drittens, schützt eure Augen mit einer Sonnenbrille. Und viertens, haltet euch im Schatten auf, wenn die Sonne am höchsten steht. Zum Beispiel unter einem Sonnenschirm. Habt ihr alles verstanden? Sehr schön. Tragt überall Sonnencreme auf. So ist es richtig. Und jetzt braucht ihr etwas, um euren Kopf zu bedecken. Großartig. Und was fehlt noch, Kinder? Eine coole Sonnenbrille. Super, jetzt könnt ihr weiterspielen. Was ist denn? Oh, weia. Die Welle da hat unsere Kühlbox mit unseren Snacks weggespült. Oh, oh, das Meer zieht sie immer weiter nach draußen. Ich weiß, Groovy, in der Box sind unsere Lieblings-Sommersnacks. Ananas, Wassermelone, Nektarinen. Wir müssen sie uns zurückholen. Hm, was können wir nur tun? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um die Kühlbox zurückzuergattern? In eine Kamera? In ein Tretboot? Oder in einen Strandball? Richtig, in ein Tretboot. Thank you.
Los, Phoebe! Du schaffst das! Das machst du großartig! Fast da! Super! Achtung! Eine Welle! Klasse! Wir haben sie! Zurück zum Strand! Super! Ihr habt es geschafft, Kinder! Zeit für ein Picknick! Unter dem Schirm bekommt ihr beim Picknicken keinen Sonnenbrand. Und frisches Obst ist der beste Snack zum Energietanken. Schmeckt's euch? Was für ein schöner Tag, um eine Sandburg zu bauen. Wow, das ist ein schöner roter Schmetterling. Pass auf, Groovy. Oh, Groovy, du hast Phoebes Burg zerquetscht. Dabei war sie so schön. Phoebe, nicht ärgern. Das war bloß ein Unfall. Warum bauen wir nicht eine super Sandburg? Eine, die noch schöner und viel größer ist. Paps, erstellst du einen Bauplan für uns? Schaut, so wird unsere Burg aussehen. Ist das nicht cool? Die wird ganz schön groß, aber eigentlich besteht sie nur aus drei einfachen Figuren. Der Unterbau ist ein Rechteck. Es hat vier Seiten, zwei kurze und zwei lange. Die Türme sind quadratisch mit vier gleich langen Seiten. Und die Dächer sind dreieckig, denn sie haben nur drei Seiten. Groovy, Phoebe, habt ihr Lust, diese Burg zu bauen? Auf geht's! Laut Pops Plan ist das Erste, was gebaut wird, ein großes Rechteck. Welche dieser Formen ist das Rechteck? Kinder, könnt ihr Phoebe und Groovy helfen? Sehr gut, Kinder. Das ist ein Rechteck. Das Spielzeug-Feuerwehrauto ist auch rechteckig. Laut Pops brauchen wir jetzt Quadrate. Welche dieser Formen ist das Quadrat? Kinder, wollt ihr uns helfen? Gut gemacht, Kinder. Das ist ein Quadrat. Würfel sind übrigens auch quadratisch. Jetzt ist es einfach. Es ist nur noch eine Form übrig. Und zwar das Dreieck. Dreiecke sehen aus wie die Musikinstrumente, die man Triangel nennt. Daran kann man sich leicht erinnern, hm? Toll! Die Super Sandburg ist fertig. Groovy, bitte hör auf, so schräg zu spielen. Sonst fängt es noch an zu regnen. Oh oh, gleich regnet es. Nicht, dass unser Schloss kaputt geht. Wir müssen was unternehmen. Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. In was könnte sich Groovy verwandeln, um die Burg zu retten? In eine Sparbüchse? Ein Stoppschild? Oder in einen Pavillon? Genau. Groovy muss sich in einen Pavio verwandeln, um die Burg zu retten. Super, Groovy. Du hast die Sandburg gerettet. Und Phoebe und Pop sind auch nicht nass geworden. Wiedersehen, ihr Wölkchen. Ups, jetzt seid ihr doch nass geworden. Groovy. Kinder, bauen wir weiter Burgen mit den Formen? Super!
Kinder, helft ihr uns, jedes Spielzeug mit seiner Form zu verbinden? Welche Form gehört zu diesem Laster? Ein Rechteck. Gut. Was ist mit diesen Würfeln? Ein Quadrat. Prima. Und das Dreieck? Das ist einfach, oder? Das Musikinstrument, die Triangel. Nein, Groovy, nicht schon wieder. Bitte. Was für ein schöner Tag zum Sandeln. Groovy, das ist ja ein süßes Sandkrebschen. Was duftet denn da so gut? Bestimmt irgendein Leckerbissen. Pass auf, Groovy. Puh. Brokkoli, das hat also so geduftet. Nein, Groovy. Warte, bis alle am Tisch sitzen. Warum gehst du nicht Phoebe holen? Phoebe, Essen ist fertig. Beeil dich lieber. Groovy hat echt Kohldampf. Groovy, du musst Phoebe helfen, aus dem Sandkasten zu kommen. Ich glaube, das reicht noch nicht. Oh je, oh je. Ich weiß ja nicht, ob das mit den Verwandlungen klappen wird. Warte mal, mit der schon. Eine Schaufel ist genau das, was wir brauchen. Du hast ja ein Tempo, Groovy. Du hast echt Hunger, was? Was ist denn, Phoebe? Magst du keinen Brokkoli? Aber Brokkoli ist doch echt lecker, oder, Groovy? Groovy, das ist Phoebes Brokkoli. Phoebe, Brokkoli ist sehr gesund. Willst du ihn nicht kosten? Er wird dir bestimmt schmecken. Pops, hilfst du mir zu erklären, warum es so wichtig ist, Obst und Gemüse zu essen? Obst und Gemüse wie Brokkoli zu essen, ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Obst und Gemüse sind unsere Hauptnährstoffquelle. Dadurch werden wir groß und stark. 5 Portionen Obst und Gemüse sollte man jeden Tag zu sich nehmen. Groovy futtert sich mehr als 5 Portionen am Tag. Und ihr, Kinder, esst ihr jeden Tag Obst und Gemüse? Phoebe, willst du nicht doch ein bisschen von dem leckeren Brokkoli kosten? Komm schon, gib ihm doch eine Chance. Probiere ihn, er wird dir bestimmt schmecken. Nicht wahr, Kinder? Oje, Phoebe fängt an zu schwächeln, weil sie Hunger hat. Klar, sie hat vorher ihr Gemüse nicht gegessen. Deswegen geht ihr jetzt die Kraft aus. Wow, Groovy! Der Brokkoli hat dir Superkräfte verliehen. Keine Sorge, Phoebe. Das kriegen wir schon wieder hin. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Groovy, hilfst du uns? In was könnte sich Groovy verwandeln, um Phoebe und ihr kaputtes Dreirad nach Hause zu bringen? In einen Blumenstrauß? In einen Wischmopp? Oder in einen Abschleppwagen? Stimmt genau. Groovy muss sich in einen Abschleppwagen verwandeln, um Phoebe abzuschleppen.
Gut gemacht, Kinder. Wow, so kommen wir bestimmt im Handumdrehen nach Hause. Groovy, heute ist dein Glückstag. Zum Abendessen gibt es nochmal Gemüse. Tut mir leid, Phoebe. Komm, trau dich, es zu probieren. Es ist bestimmt köstlich. Papa kann richtig gut kochen. Sagte ich doch, Gemüse ist super lecker. Nicht zu fassen, Phoebe. Phoebe hat es so gut geschmeckt, dass sie auch noch Groovys Portion verputzt hat. Keine Sorge, Groovy. Es ist noch mehr da. Ihr könnt so viel Gemüse essen, wie ihr wollt. Fein, eure Teller sind blitzeblank. Nach all dem Gemüse habt ihr jetzt genug Energie, um stundenlang zu spielen. What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.